In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann. Heute heißt es Spa-Francorchamps oder wie wir immer sagen, Ardennen-Achterbahn. Eine insgesamt 7 Kilometer lange Strecke mit Unmengen von Höhenunterschieden. 19 Kurven, davon 9 rechts und 10 links. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von unglaublichen 233 km/h ist Spa-Francorchamps ein wahrer Leckerbissen für Tempofanatiker, eine der schnellsten Strecken im Kalender. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Nun, was hältst du von Max Verstappen? Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass Ihre letzte Performance Ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Richter startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Hamilton, Sergio Perez und Weber, Gasly, Leclerc, Magnussen und Nico Hülkenberg. Raikkonen, Grosjean, Lando Norris und Butler, Vettel, Albon, Lance Stroll und George Russell, Sainz Jr. und Danny Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, the sauce is always pretty tight, but we've got a clear run. Remember the runoff if you need it. Genau so ist es. Und dann schauen wir uns das Rennen mal an. Los geht's mit der Anführungsrunde. Ja, ich darf wieder mal ein Rennen von vorne angehen. So, schauen wir mal, aber hier unseren nächsten Sieg holen können. Das wäre dann der 11. Aber schauen wir mal, was drin ist. Kein Regen. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann konzentrieren wir uns jetzt voll aufs Rennen. Erste Runde, erste Kurve ist ganz wichtig.
Gott sei Dank, die haben wir schon überlebt vorne. Der Red Bull dahinter macht Druck, Verstappen. Da war eine leichte Kollision, das war nicht beabsichtigt. Aber wir kommen zumindest vorne weg. Das ist das Wichtigste. Vor dem einen Mercedes. Und sonst gar nicht dieses Stück. Elf Rundchen an. Das ist natürlich. Da müssen wir ehrlich aufpassen. Mich fast mich weggedreht. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder ein bisschen absetzen können. So, und die sich hinter uns war schön bekämpft da. Das soll mir alles recht sein. Sechs Sekunden der Vorsprung. Halbe Sekunde zusätzlich, 4,1. Also kann man schön wegfahren vorne. Nichts geändert, dann haben wir noch eine halbe Sekunde. Halbe Sekunde mehr geholt, 4,1. So ist der richtige Abstand. Thank you.
Schon fast eine Sekunde nochmal drauf. 5,0 jetzt. Ja, fast 5,1. Sieht gut aus. Ziehen die vorne entspannt weg. Das ist das Gute. Bisschen zu rangekommen. 7 Runden haben wir noch. Okay, das darf natürlich nicht passieren. Kleiner Konzentrationsfehler. Gehen wir in die Box. Thank you.
können wir manchmal durchfahren. Wir kriegen auf der Strecke. Vier Runden noch. Hamilton's out in front. Ja, nicht mehr lange. Erster Ausfall. Neue Bestzeit. Oh, der ist hier abgeflogen. Scheiß Köppler.
So, zwei. Die letzte Runde. Also zwei plus diese. Gap to teammate behind is 43.4 seconds. Die brauchen wir aber nicht. Vorsprung 11,6. Vorletzte. Kleiner Ausblick auf nächste Woche, das ist Italien. Monza gibt's, habe ich mir für Ferrari und für Toro Rosso. Und auch da wollen wir natürlich gerne wieder dazwischen funken. Sprich, gewinnen. Und jetzt geht's in die letzte Runde. Wir sind auf dem Weg zu unserem 11. Saisonsieg. Thank you.
sind jetzt die letzten Meter. Signal. Großartige Leistung von McLaren, was für ein überzeugender Sieg. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren, das steht fest. Sie werden heute Abend mit Sicherheit ordentlich eine Party feiern. Ja. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Der aktuell Führende der Meisterschaft hält die Position, aber der Abstand wird kleiner. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Also alles in allem perfektes Rennwochenende. Alle Trainings gewonnen und das Rennen gewonnen und die schnellste Rennrunde. Kann man so leben. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? Genau, die Sie war gut. Das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Kein Kommentar. Danke für den Kommentar. So. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Ja. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Sieht aus, als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Wenn du es mit ihm aufnimmst, kannst du dir vielleicht einen Namen machen. Nö. Wir gehen ins nächste Rennen und das müsste Italien, wie gesagt, sein. Jupp.